Ich habe keine Ahnung, was da abgeht, ne? Aber mir haben heute Nacht sau viele auf Instagram so geschrieben, dass ich doch bitte mal auf YouTube bei Vita vorbeischauen soll. Und die hat wohl einen Shirin David Diss-Track gemacht. Ich will wenigstens mal reinhören. Ja, ich glaube auch, es wird entweder richtig unterhaltsam oder gar nicht meins. Also es sind so beide Seiten, glaube ich, die es gibt, oder? Ach, ich glaube, ich kenne die, doch. Das ist Bombab. Auch wenn mir das hier auf die Füße fällt, wenn ich dich nicht kritisiere, dann wird das heißen, ich belüge mich selbst. Rapperin zu sein ist schon hart. Rapperin zu spielen, ja, das fühlt sich schnell. Und ja, es fühlt zu Geld. Aber Papsi, was Warte ist mal. Los? Ja, da raus. Ist schon die Szene hier eine Verarschung oder ein Front? Weil im Endeffekt glaube ich, das sieht doch aus wie bei Babsi Bars, oder? Wisst ihr noch von Shirin, diese Babsi-Bars in ihrem Wohnzimmer? Ja, ne? Ja, dann ist das schon eigentlich schon der erste Front, ne? Okay. Schnell und ja, es fühlt zu Geld. Aber Babsi, was ist los? Ja, daraus eine Show machen, Bauchbeine, Po und dein Charakter ist auf Low Carb. Du bist rich, seitdem Rap deine Ho war. Ich bin reich an Liebe für Rap, seitdem ich broke war. Barbara, was da los? Bock auf paar Babsi-Bars, ha? Kein Respekt vor der Kunst, doch dein Twerk. Supi, ich schwör. Du sagst Frauen, seid einfach arrogant. Liebt euch selbst und bist dabei selbst nur ein Plagiat. Ach. Also sag mal, drück dich mal, Baby. In deinem viel zu großen Boots von Niki. Ja, alles nur ein Schauspiel. Doch wenn du die ausziehst, dann machst du ab morgen wieder YouTube-Diggi. Ich dachte, ich dich beleidige, es ist. Aber alles, was ich preisgebe, sind nicht mal Geheimnisse. Hoffentlich bekommst du bald dein Niki-Feature. Der und Beat ist irgendwie Mucke hart, machen. Alter. Der Beat ist irgendwie hart. Und ich muss sagen, irgendwie ihre Flows sind auch echt nice. Kommst du bald dein Niki-Feature und kannst endlich Mucke machen. Also deine eigene. Lass mich kurz mal checken. Ja, okay, das mit Nicki Minaj und so weiter. Okay, check. Wonach klingt der Shirin Verse? Wie sag ich es am besten? Do your fucking research. Du bist so verliebt, klingst so wie sie. Was geschminkt so wie sie, was gemixt so wie sie. Über dich wird bestimmt wie über sie. Deine Mucke ist die Kopie ihrer ganzen Diskografie. Bad Bitch so wie sie. Boah, das war aber hart aufgebaut, Alter. Die Zeit. So wie sie, was geschminkt so wie sie, was gemixt so wie sie. Über dich wird bestimmt wie über sie. Deine Mucke ist die Kopie ihrer ganzen Diskografie. Bad Bitch so wie sie, ein Gesicht so wie sie. Ja, und bald schon bist du rich so wie sie. Cool, dass du dich benimmst so wie sie. Ja, du bist so wie sie, trotzdem bist du nicht sie. Also wer bist du, Shirin? Ey, dass dich überhaupt keiner lobt. Du bist doch für allein schon, Frauen, dass das Kopiergerät Babsi heißt, ne? Also. Oh, Skinny im Bikini, es gestörte Teenies. Doch was ist schon Charakter gegen Bauch, Beine, Po? Yeah. Du lässt jede Bitch ein, stehst wie jede Bitch ein. Wenn es Knete bringt, nein. Okay. Ja, du bist auf der Eins, keine okay. Ahnung, wer das schreibt. Doch kannst du auch was allein? Okay. Du bist immer noch bad, wegen Shitstorm. Doch McDonalds bringt nur mein Cash. Okay. Lars schickt nen Text, dafür kriegt er nen Scheck und die Bitch den Respekt. Okay. Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Danke, Babsi, das war echt ein wichtiges Statement. Aber bitte übertreib nicht, die fühlen das Gleiche wie du vor jedem Eingriff. Yeah. Los, sei arrogant und liebe dich selbst. Yeah. Letzteres wirkt bei dir immer ziemlich gestellt. Danke, dass du deine Worte direkt selbst widerlegst. Arrogante Menschen sind Menschen, denen Selbstliebe fehlt. Doch ich steche deine Wunde nicht rein. Ist nur lustig gemeint und der Kumpel zu weiß. Du redest dumme Scheiße und das Publikum schreit. Doch was du hier im Grunde verteilst, das zeigt nur Unsicherheit. Du bist kein Phishing für Compliments, aber Barbara verkauft jetzt Arroganz den Bitches als Confidence. Wie es deinen Fans geht, das juckt dich doch nie. Du empowerst Frauen, solange du daran verdienst. Babsi zeigt uns, wieso Bauch, Beine, Po. Braucht man überhaupt keinen Chirurg? Ich weiß nicht, ob ihr's wusstet, doch es geht ziemlich schnell. Man muss nur ein paar Mal pushen und hat nen BBL. Hey, danke für den Tipp, aber Babsi, was versuchst du hier zu spreaden? Alle jubeln, aber du versorgst die Jugend mit Komplexen. Doch was die Mädels da im Publikum nicht checken, wenn du sagst, es Frauen der Preis sind, dann machst du sie zu Objekten. Ich fühle mich gerade wie die Bronx gegen J-Lo. Keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Bronx, also Rap, sich gerade wehrt und sagt so, Diggi, du gehörst nicht zu uns, du gehörst nicht. Und das war so bei J-Lo so halt, ne? Also mit, keine Ahnung warum. Krass, okay. Dabei, ich disse nur toxische Männer. Ja, ich glaub, das checkt keiner. Von denen umgeben dich seit Jahren schon so viele. Mittlerweile bist du selbst einer. Du lässt jede Bitch ein, stehst wie jede Bitch ein. Wenn es Knete bringt. Was? Ich bleib dabei, ich disse nur toxische Männer. Ja, ich glaub, das checkt keiner. Von denen umgeben dich seit Jahren schon so viele. Mittlerweile bist du selbst einer. Du lässt jede Bitch ein, stehst wie jede Bitch ein. Wenn es Knete bringt, nice. Okay. Ja, du bist auf der Eins, keine Ahnung, wer das schreit. Doch kannst du auch was allein. Okay. Du bist immer noch mad wegen Shitstorm, doch McDonalds bringt nur mein Cat.
ignorant, aber ich kann es auch nur so sein, weil wäre ich nicht ignorant genug dafür, könnte ich auch, wie gesagt, das Ganze nicht machen. Dann könntest du nicht Shirin David sein, um ehrlich zu sein. Period. Sauer, fand dich süß, Mac ist Shitstorm oder Shirin. 3 Tage im Zimmer heulen und mir dann folgen. Wenn jemand aus Shirins Team sagt, sie sei halt echt okay, dann liegt's dran, dass er mitverdient oder an den NDAs. 10k für Battle Rap, Shoutout raus an dich, Shirin. Da hast du dir gedacht, du kaufst die Credibility. Ist ja cool, dass du's versucht hast, ey super. Doch dieser Teil der Szene will mit dir gar nichts zu tun haben. Babsi, wie kriegst du das hin? Babsi, du bist ein Genie. Dein schwarzes Auto ist jetzt pink, damit dich keiner sieht. Ist doch völlig selbsterklärend, ich will nicht nerven. Aber was willst du machen, mich mit NDAs bewerfen? Ja, du bist der Beweis, dass ne große Fresse reicht. Wie bisschen Deep Talk auf Basis von Oberflächlichkeit. Du sagst, dass er dir nichts vorschreibt. In dem Text, den er dir vorschreibt, Babsi hat Humor, so wie es scheint. Um wie zu sein, hast du die Mühe gegeben. Doch Spoiler, in der Praxis reicht's nicht, nur darüber zu reden. Ich sag dir ehrlich, Babsi, für Menschen wie dich hatte ich nie Geduld. Denn ich brauch keine Männer, reicht doch nicht mal bis zum DJ-Pult. Ey, yo, Bitch, mach dich gerade. Los, zeig mal Gesicht, das Versace. Los, zeig doch den Kids mal Courage. Ach so, ist nicht rentabel, ja. Ich habe keine Ahnung, weil ich will gar nicht gerade groß pausieren oder so. Ich kenne die ganzen die meisten Thematiken gar nicht, was da abgeht. Aber ich finde es gerade recht interessant, muss ich sagen. Ey, yo, Bitch, lass es bouncen. Shitstorm 4, 5, 6, 7000. Auch wenn wir das alle nicht brauchen. Alles, was dich ausmacht, kann man sich kaufen. Ey, jeder Mann für dich ein Hund. Doch stehst im Schatten dieser Jungs. Babsi, du hast nie gehasselt für die Kunst. Springst du auf den Feministenzug, dann machst du es nicht für uns. So wie du finanziell gewachsen bist, bist du dann auch charakterlich geschrumpft. Ey, was für ein Trigger. Boah, die baut die aber auch böse auf, die Zeilen, ne? Ohne Wow. Auch wenn wir das alle nicht brauchen. Krass. Alles, was dich ausmacht, kann man sich kaufen. Ey, jeder Mann für dich ein Hund. Doch stehst im Schatten dieser Jungs. Babsi, du hast nie gehasselt für die Kunst. Springst du auf den Feministenzug, dann machst du es nicht für uns. So wie du finanziell gewachsen bist, bist du dann auch charakterlich geschrumpft. Ey, was für ein Triumph. Zigtausend gefällt das. Du bist nur der Spiegel dieser ziellosen Gesellschaft. Babsi, du hast viele Herzen bewegt. Teenies träumen jetzt schon mit 10 von der ersten OP. Yeah. So viele junge Girls, auf die du Einfluss hast. Yeah. Doch Ignoranz ist nun mal deine größte Leidenschaft. Yeah. Bei vielen tut man das als Jugendlichen Leichtsinn ab. Doch du bist bei 30 Bars. Nein, mich stört nicht dein Buttlift. Mich stört nicht, dass du nackt bist. Du wirbst wie hartes Training in einem Körper, der gemacht ist. Jetzt könnte man sagen, dass das alles schlecht durchdacht ist. Doch das war kein Versehen, nein, das ist alles Babsicht. Yeah. Ich brauche nur einen einzigen Take, um gegen 4 Männer auszuteilen. Du brauchst 4 Männer, nur um einen Song für Frauen zu schreiben. Dann zahlst du Geld, damit hiphop.de dich postet. Girl, zahl noch mehr, damit doch der Diss hier von denen geghostet wird. Ey, yo, Bitch, mach dich gerade. Los, zeig mal Gesicht, das Versace. Los, zeig doch den Kids mal Courage. Ach so, ist nicht rentabel, ja. Ey, yo, Bitch, lass es bouncen. Shitstorm 4, 5, 6, 7000. Auch wenn wir das alle nicht brauchen. Alles, was dich ausmacht, kann man sich kaufen. Okay. Das war stark. Das war stark, muss man ehrlich sagen. Also, was die da für Lines gedroppt hat, aber nicht nur jetzt von den Lines her, auch vom Flow her und alles. Also, man kann ihr nicht absprechen, dass sie rappen kann. Also, definitiv. Krass. Ach, da wird es niemals eine Antwort geben.